Go. Did Dr. Primrose on those hooks? The hanging room. Bastard. Yep. Anders kannst du es nicht sagen. Hallöchen alle zusammen und willkommen zu einem weiteren Part von Lost Within. Wir haben in der letzten Folge Dr. Primrose persönlich kennengelernt. Nicht nur ihn haben wir kennengelernt, auch einen Todesengel. Und von beiden wurden wir attackiert und haben es gerade noch so geschafft, davon zu kommen. Dr. Primrose ist aber, glaube ich, immer noch hinter uns her. Wir befinden uns weiterhin in der Nervenheilklinik, in der Irrenanstalt. Nennt es, wie ihr es wollt. Wir versuchen weiterhin hier rauszukommen und wir wollen diesen einen Jungen befreien, der sich hier hinter den Wänden irgendwie versteckt. Aber der will seinen Kumpel Bertrand retten. Also müssen wir Bertrand, wer auch immer das ist, retten und wir müssen den kleinen Jungen retten und wir müssen Dr. Primrose aufhalten. Das war zumindest auch seine Bedingung, also vom kleinen Jungen, dass wir den aufhalten. Jemanden mit paranormalen Fähigkeiten. Kann nur gut laufen, von daher machen wir weiter. Kapitel 2, etwas Neues hat mich angegriffen. Es hat ausgesehen wie ein Engel, ein dunkler, schreiender Engel. Als er mich angegriffen hat, hatte ich das Gefühl, mein Blut wird durch meine Haut herausgezogen. Deputy Pearson. Ja, der gute Deputy hat's nicht einfach. Deswegen machen wir weiter. Das klingt auch ein bisschen fies, ne? Das klingt auch ein bisschen fies von mir. So. Your person. Ja, ich bin eine Person, ja. Ich bin eine Person. Eine wertvolle Person. Eine liebenswürdige, wertvolle Person. Sowas ist hier drinne. Nein! 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 Oh, ich hasse das. Ist immer so. Oh. Fahre ich überhaupt nicht. Ja, was ich. Ich kann hier nicht durch. Also manchmal. Oh, Tarn. Wir können uns wieder tarnen. Das ist absolut super. Oh, Spitze. So, was haben wir noch? Erkennen, Köder, Lumpen. Perfekt. Wir können auch wieder craften. Sprengstoff. Wow. Ich bin begeistert. So, wir können tatsächlich auch hier. Oh, Kleidung craften und das ist in dem Fall gut. Weil so haben wir erstmal unsere Ruhe vor diesen ganzen Irren so. Und eigentlich wollte ich erstmal hier rein. Habe ich so beschlossen. So, nochmal hier rein. So, und wir schauen erstmal. Nein, nicht, noch nicht den, das Radio. So, oh, okay. Sir Ethan Weatherby, oder Weatherby, von Verwaltungsleiterin Voss, natürlich. Juli 1974, Bertrand Doe, okay. Der Kumpel vom kleinen Jungen, ne, den wir auch befreien wollen, von dem haben wir gerade gesprochen. Wie von Ihnen angewiesen, habe ich Bertrand Dr. Primrose zugeordnet. Entschuldigen Sie bitte, aber ich verstehe nicht, was Sie mit dem Jungen erreichen wollen. Der Instrumententakt ist keine besonders sichere Umgebung. Mit freundlichen Grüßen, E. Voss. So, wir können hier den Gegner locken. Mit dem Radio. Die Frage ist, warum sollten wir das tun? Es sei denn, das ist ein sehr lästiger Gegner. Dann wäre es auf jeden Fall eine Möglichkeit. Okay, der befindet sich da drüben. Kann uns jetzt noch nicht entdecken. Also das ist eine absolute Notlösung. Ich denke mal, das ist eine absolute Notlösung. Ich kann aber natürlich hier falsch liegen. So kann ich hier durch. Beziehungsweise, was kann ich hier so alles machen? Ich glaube, ich kann... Oh, das ist eine verschlossene Tür. Ja. Ja, okay. Ob ich will oder nicht, ich muss an ihm vorbei. Gut, dann wäre die Idee, der Plan. Upsala.
Warte. Wo ist hier? Okay. Das war mir dann doch ein bisschen zu. So, jetzt mal durch. Schnell rüber, schnell rüber. Ein Schlüssel. Du hältst den Schlüssel. Was für ein Zufall. So. Eis. Komm mal durch. Nein. Oh Mann, geht er wieder durch? Nein. So leicht aggro. So, pass auf. So, ich will nur schauen, ob ich hier noch was finde. Ja? Ich will nur schauen, ob ich einen Schnipsel finde. Glaube ich aber nicht. Ich muss wirklich sehr schnell agieren. Weil die Tarnung lässt ansonsten nach. Oh, ist das diese Steuerung? Ach, der kann. Komm. So einen Schnipsel habe ich hier nicht gefunden. Ich könnte noch mal zurückgehen und nachschauen, ob ich hier sonst noch irgendwo einen Schnipsel finde. Das war ein Fehler! Boah. Ist er gar nicht in der Nähe? Nee. Umsonst verwendet. Absolut umsonst verwendet. Das ist gar nicht in der Nähe. Ach man. Also ich konnte kein Schnipselchen entdecken. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Ich habe keine Ahnung. Ich will auf jeden Fall hier weg. So, Schlüssel. Okay, es geht noch weiter. Ich dachte, wir kommen zur nächsten Ebene. Das heißt, es gibt noch... Oh, Kontrollpunkt. Es gibt noch eine Möglichkeit. Okay. So. So, wir können gar nichts einsammeln, weil wir sind vollgepackt. So, aber das können wir einsammeln. Vermisste Person. Aktualisierung. Belohnung ausgesetzt. Penelope Whitmark aus Needingham wird seit dem 17. April vermisst. Wir wissen ja seit dem letzten Part, was mit ihr passiert ist. Deswegen wundert mich das nicht. Frau Whitmark wurde zuletzt außerhalb der Anstalt Weatherby gesehen, wo sie wöchentlich an einer Beratungsgruppe teilnahm. Gemäß offiziellen Stellen verließ sie das Veranstaltungsgrundstück um 16 Uhr und war auf dem Weg zum Sangle Kino. Sie war auf dem Weg ins Sangle, hier steht Sangle, legt euch mal fest. Sunny Glen Kino, okay, wahrscheinlich ein Übersetzungsproblem, Tippproblem, keine Ahnung, wo sie ihren Bruder treffen konnte. Sie wurde zuletzt in einem geblümten Hemd und einer dunkelblauen Jeans-Schlaghose gesehen. Falls Sie Informationen bezüglich ihres Aufenthaltsortes haben, melden Sie diese bitte umgehend bei der Polizeibehörde von Needingham. Markus Whitmark hat eine Belohnung ausgesetzt für jegliche, und da geht's nicht weiter. Wie soll ich sagen? Schaut euch mal den letzten Part an und dann wisst ihr... Dann wisst ihr, warum das eventuell schwierig sein könnte. So, das ist, Instrumenten-OP. Ich will nur sicherstellen, dass ich hier nichts verpasst habe. Weil solche Schnipselchen kannst du sehr einfach übersehen. Aber ich glaube,
glaube, wir haben hier nichts mehr, was wir irgendwie noch finden könnten. So, hier ist ein Stöpsel. Da ist ein Stöpsel. Komm, 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 nimm. So. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Haben wir nicht hier noch eins? Oder habe ich das? Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Doch, es waren fünf. Ich kann mich erinnern, es waren fünf. Okay, dann ist alles soweit in Ordnung. So, hier drin noch etwas. So, Answer Ethan Witherby von Verwaltungsleiterin Voss, Juli 1974, Besucher. Beim Besuch des Instrumententrakts durch die Obersten Gurno und Reinhardts gab es keine Zwischenfälle. Sie waren sehr beeindruckt. Beide Herren waren erfreut zu hören, dass mit fortschreitender Technologie die medizinische Integration nicht mehr notwendig sein wird. Sie sagten bei ihrer Abfahrt zu, das Instrument bei ihren Vorgesetzten zu befürworten. Die kürzlichen Rückschläge für unsere Streitkräfte im Ausland sollten ihr Interesse nur noch steigern. Es sollte nur eine Frage der Zeit sein, bis die Investition in Dr. Primrose Früchte trägt. Ich überwache sein Projekt sehr genau. Ich bin mir seiner Bedeutung für Sie uneingeschränkt bewusst. Mit freundlichen Grüßen, Verwaltungsleiterin Voss. Natürlich, sie steckt selbstverständlich auch dahinter. So, und kriegen gar nichts, weil wir alles haben, was das Herz begehrt. So, und wir müssen hier durch. Also. Wobei, ich lasse es erstmal so. Instrumenten OP 3. So, ist, für mich sieht das jetzt wieder nach einer Zwischensequenz aus. Ja. I'm not supposed to be here. Sie lebt noch. Also, sie lebt zu dem Zeitpunkt noch. So ein Schwein, ey. I know it hurts. Now we expand the larynx brace. Bite down, please. Try not to vomit. Das ist einfach ekelhaft, was der Typ hier abgezogen hat. Einfach nur ekelhaft. Ist auch noch Blut zu sehen. Was? General Amnesty for Vietnam War deserters and draft debaters. In the president's words, the divisive war in Vietnam has been over for more than a year, and he is determined to bind up the nation's wounds. Hier. Hier. Was? Should have known. The traits which make you an outstanding device candidate also brand you a troublemaker. You were told to stay out of classified areas. He made people fit the device. Poor Penelope. Son, where have you been? The hangar. Neues Ziel, geht in den Hängeraum. Okay. Aber erstmal. Erstmal will ich das hier besorgen. So. Einfach mal nichts. Einfach mal gar nichts. Ich werde hier schon wieder hops genommen, ne? So, aber was. Schon viel, viel besser. Mundschutz, Lumpen. Gut, ja. Dann wollen wir da wohl durch. Ja, wenn du weitermachst, gibt es kein Zurück. Wir kennen das. Es geht nicht anders. Kapitel 3. Entweder verliere ich meinen Verstand oder dieser Ort will mir etwas mitteilen. Ich bin wieder in die Vergangenheit geraten und habe gesehen, wie Primrose eine Patientin aufschnitt. Er hat ihr eine Art Instrument implantiert. Deputy Pearson, ja. Er hat aus ihr genau das gemacht, was jetzt diese Wesen jetzt sind, weil Menschen kann man die nicht mehr nennen. Man kann die nicht mehr als Menschen bezeichnen. Innerer Instrumentenforschungstrakt, okay. Dieses Ding, das er an mir angebracht hat, tut so furchtbar weh. Wieso macht
Dr. Primrose das? Wieso hält ihn niemand auf? Warum hilft mir niemand? Hab ich was falsch gemacht? Bitte, ich tue alles, um heimzugehen. Ich sollte nicht hier sein, Penelope. War also trotzdem noch bei vollem Bewusstsein, hatte noch ihren Willen. What was the hanging room? Da sollen wir ja hängen. Hin im hanging room. So, bevor wir aber weitermachen, schaut. Oh, what the heck is this? Was war das denn gerade? Barrikade, Unteil, und wir können craften, wir können einen Köder craften. Damit haben wir jetzt auch alles gecraftet, weil mehr können wir nicht mitnehmen. Wir haben sowieso keine weiteren Materialien, um das zu craften, von daher egal. So, ja. Soweit, so gut. Dann haben wir noch Betäuben hier. Können wir nicht mitnehmen, das ist wirklich eine Tragödie. Aber das können wir mitnehmen und wir können wieder eine Tarnung craften. Die brauchen wir auch dringend. Die brauchen wir dringend. Ist hier vielleicht irgendwas hinter? Manchmal versteckt sich ein Schnipselchen da, aber da ist nichts. Also können wir das hier wegschieben. Und so. So, okay. Sehr schön. Es gibt keinen Strom. Gut. Dann kannst du auch niemand mehr wehtun. Weil so ein Irrer wie du sollte nie wieder jemals Hand an jemanden anlegen. Hohohoho. So. Escape. Ich kann hier nicht escapen. Ich habe noch was zu erledigen. Oh, Schnipselchen. Oh, perfekt. Schaut euch das an. Wundervoll. Es ist auf jeden Fall eine Landschaft. Zumindest scheint das so. Aber könnte ich auch falsch liegen. So, wir sollten uns verstecken, weil so langsam... Ja, die Tarnung ist nach. Genau im richtigen Zeitraum. Punkt. Ach, da war noch was. Device. Hübsche Füße. Aber das ist mir so ein bisschen zu... Das ist mir so ein bisschen zu riskant. Mir wäre es lieber, wenn er hier durch die Tür gehen würde. Das wäre mein innigster Wunsch. Dass der da einfach durchgeht. Aber wer würde er mir jemals diesen Gefallen tun? Ich glaube eher nicht. Oh. Geh doch endlich weg. Und ich weiß auch gar nicht, wo er sich genau befindet. Ich kann ihn auch nicht richtig orten, also vom Hören her, vom Akustischen her. Ja, ich muss jetzt so langsam raus. What the heck, nein! Komm. Die lästig. So, hier wäre der Schrank gewesen. Ich hätte ihn nicht ahnen können, ne? Ich würde gleich die Pistole einsetzen. Ich würde gerne schon was ein...
So. So. Gut. Das ist hervorragend. Wir können noch ein paar Barrikaden, eine Barrikade zumindest noch anfertigen. Damit bin ich zufrieden. Oh, wir brauchen ein Dokument, um diesen Safe zu öffnen. Damn it. Oh, eine Tarnung. So gut. Wie die hier rumreden. Escape. Ich kann. Ja, ist gut jetzt. Sei mal ruhig, ich will durch. Ich will das jetzt mal durchlesen. Oberpfleger Spencer, Pfleger Reedy. Mai 1974, makabre Schriften. Matt, das ist übel. Ich mache, was du mir gesagt hast. Sammle die Tagebücher, welche die Instrumentpatienten schreiben dürfen. Sie sind im Safe Kombination 265 perfekt. 265 müssen wir uns merken. 265. Ich verstehe, Dr. Primrose will sie für seine Forschung aufbewahren und die Chefin will nichts nach außen gelangen lassen. Diese Dinge sind aber wie ein Spiegel des Geistes. Sie sollten an die Wände gehängt werden und nicht versteckt. Verdammt schade. Pfleger Joseph J. Reedy. Ja, dramatisch. Device. Ja, das ist ein Device. So, 265, ne? So, schnell. So, 265. Mehr kriegen wir auch nicht. Aber mal hinten, eine Tarnkleidung ist immer gut. Eine Tarnkleidung ist super. Superb. Superb. So, ich halte das schon mal bereit. Wobei, die Waffe wäre jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ich bin ein großer Fan. Ich hab gerade gesehen, der wollte schon Anlauf nehmen. Aber ich hab ihn nicht gelassen. So, darf ich? Danke. So, Lumpen, Barrikade, perfekt. Jetzt, komm. Gar nichts. Einfach mal gar nichts. Achso. Okay, es war halb hier. Oh. Können wir das aufsammeln? Ne, können wir nicht. Das ist ein Kalender. Hier. Tu, was ich dir sage. Ja. Spürt, dass wir in der Nähe sind. Und das Gute, wir können ein weiteres anfertigen. Oh, so gut. Und wir haben noch weitere, ne? Wir haben 3 Stück hiervon, wir haben 5 Sprengstoff. Und ja, super. Wir können auch weitere craften. Nein, ich will...
hatten wir denn noch? Ach ja, hier können wir noch. Was voll. Ah, verdammt. Was können wir denn noch machen? What can I do? Das ist aber komisch. Hier können wir noch. Hier haben wir noch nicht alles gesammelt, glaube ich. Weil das leuchtet dann auf. Ja, okay. Ach, die Nägel sollten wir auf jeden Fall nehmen. Sind die nervig. Ah. Erstmal ein bisschen warten, ein bisschen Zeit gewinnen, warten, Zeit gewinnen. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo sich noch zwei weitere Knarren befinden. Wir haben ansonsten noch Heil-Items und ich muss da gehen, wo der Orangene ist. Denke ich zumindest. Okay. Kann mir ein bisschen Zeit verschaffen. Ich glaube hier. Hier waren wir, glaube ich. Achso, das leuchtet gar nicht auf. Okay, dann verstecke ich mich erstmal. Device. Escape. So, er geht wieder hoffentlich zurück. Ja, das ist sehr, sehr convenient für mich. Okay, das ist richtig hier. Ja, okay. Ja, okay. Ich hab's gecheckt. Ich habe die Hölle überall gefunden. Tam Quan, Lang Drang. Dieser Job der lokalen Zeitung sollte eigentlich ein Kinderspiel sein. Als Dr. Durant verkleidet, fand ich die Hölle wieder. Ich nenne sie den Instrumententakt. Ich habe die Post-OP-Patienten gefunden. Sie sind chirurgisch mit Instrumenten verbunden, ja, das haben wir gesehen. Die armen Teufel stolpern umher und versuchen durch Schläuche zu schreien. Das Personal von Primrose umschwärmt sie wie Ameisen, injizieren, entleeren. Es hört nicht auf. Wie ist das möglich? Wieso hat das niemand verhindert? Das sind die USA, verdammt nochmal. Muss weg. Muss die Tarnung wahren. Rob Benson. Ach, das ist der Rob. Das ist der Rob. Na klar. Poor Penelope. She was my friend. Oh. Did Dr. Primrose... On those hooks? The hanging room. Bastard. Yep. Anders kannst du es nicht sagen. Verdammt. Something's crawling on me. Get them off of me. Stop it, please. Stop it. No! Ich habe schon fast das Gefühl, dieses Ding hat ihr Gehirn aufgesägt. So, also, ist doch ekelhaft. Wir müssen auf jeden Fall diesen Doktor aufhalten, definitiv. Also, der hat sich ja nicht mehr alle. Wenn du weitermachst, gibt's kein Zurück. Nein, ich will auch nicht zurück, ich will den fertig machen.
Ich habe den Hängeraum des Doktors gefunden. Primrose hat seine Patienten in einer Art moderner eiserner Jungfrau eingepercht. Eingepfercht? Verzeihung. Anschließend hat er sie an Ketten aufgehängt, wie im Mittelalter. Deputy Pearson. Alter. Dieser Doktor ist einfach nur pervers. Einfach nur pervers. Der soll niemals mehr... You stubbornly continue to disobey. Sneaking around on private property. Snooping in highly classified areas. I wonder, are you really a policeman? Wir wollten eigentlich das alles untersuchen, deswegen sind wir hier und jetzt haben wir uns hier... Jetzt haben wir den Schlamassel. Was ist das? So, erstmal hier... den Überblick verschaffen. Oh ja. Sehr gut. Okay, verstecken können wir uns. Und hier ein Dokument. An meinen klopfenden Freund hinter der Wand. Ah, sie kannte ihn, ja. Sie kannte ihn auch gut. Ja, deswegen, er kannte sie ja auch, aber ich wusste nicht, ob sie ihn kannte. Wir können einander weder sehen noch miteinander sprechen. Ich habe aber das Gefühl, dich zu kennen. Danke, dass du meine Nachricht gelesen hast und geantwortet hast. Ich hoffe, dass alles in Ordnung geht, aber tief im Innern weiß ich, dass es nicht so kommen wird. Deine Freundin Penelope. Und am Ende sollte sie wohl recht behalten. Ich meine, ich weiß nicht, was ich sonst noch dazu sagen soll. Und was dieses Wesen da ist, ich will es gar nicht herausfinden. Gott sei Dank ist es hinter den... hinter Gittern, sozusagen. Da kann, glaube ich, nicht viel passieren. Ich hoffe es zumindest. So. Okay. Brille. Und craften. Yes. Tarnung ist immer super. Ich bin großer Fan. Ach ja. Ich bin ein großer Fan von Tarnung. Da mache ich kein Geheimnis draus. So, hier können wir auch rein. Ah, schau einer an. Ja, ist gut jetzt. So schwer war das jetzt auch nicht. So, okay. Dann wollen wir mal hier rein. Ganz wichtig. Nobody came back from surgery. Niemand ist aus der OP jemals wieder zurückgekommen. Das sollten wir uns merken. An meinen klopfenden Freund hinter der Wand. Ich habe dich seit Tagen nicht gesehen. Vielleicht bist du entkommen. Ich weiß aber, dass du mich geholt hättest, wenn das der Fall wäre. Ich habe solche Angst, aber es ist fast vorbei. Primrose sagte, ich werde mit den Instrumententests heute Nacht beginnen. Ich komme in den Hängeraum. Penelope. Weiß sie, dass sie eventuell sterben wird? Und Schlüssel. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Keine Ahnung, was ich dazu noch sagen soll. Mir fällt gar nichts mehr dazu ein. So, aufgeschlossen. What the heck? Müssen wir da durch? Was? Aber da waren noch... Da waren noch welche.
An Administrator Voss von Oberpfleger Dächter. Datum Oktober 1974. Antwort Safe-Kombination. Verwaltungsleiterin Voss, gemäß Ihrem Wunsch habe ich die aktualisierte Kombination angefügt. Wir haben ja gerade den Safe gesehen. 513, 513, 513. Merken, 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 merken. Ich möchte mich für meine Geistesabwesenheit entschuldigen. Ich bin für immer für die Möglichkeiten dankbar, die Sie und die Anstalt Weatherby mir geboten haben. Oberpfleger Dächter. Ob er das ernst gemeint hat? So, hier gibt's ordentlich Stuff, den wir aber nicht mitnehmen können. Weil wir schon bedient sind. Wer nicht will, der hat schon. Können wir nicht irgendwo in so einen Rucksack bekommen, wo wir mehr, so ein bisschen mehr verstauen können? Das wäre richtig toll. Ist ja nur so nebenbei erwähnt. So. So, wie war das, glaube ich? Ich vergesse schon wieder. 5, 1, 2. 5, 2, 1. Nichts? 2, 1, 5. Haben wir irgendwo noch Dokumente hier? Hier. 5, 1, 3. Siehst du, das war ganz wichtig. Das war ganz, ganz wichtig. Schnipselchen. 8 von 20. Ein gutes Gefühl, aber ich habe das Gefühl, wir werden wahrscheinlich ein oder zwei irgendwie verpassen. Habe ich irgendwie so ein Gefühl. Aber vielleicht täuscht mich mein Gefühl. So, was ist hier? Nee, warte. Ich will nochmal ganz kurz nachschauen. Achso, hier kommen wir gar nicht weiter. Oh. Ey, warte. Aha. Bannen. Warum werde ich das Gefühl nicht los, dass wir das für dieses Wesen brauchen? Derzeit befindet sich dieses Wesen hinter Gittern, aber ich bin mir sicher, dass wir dieses Ding nicht das letzte Mal gesehen haben. To kill a ghost, you find its remains. Also, um einen Geist umzubringen, müssen wir die sterblichen Überreste finden. Ist das vielleicht indirekt eine Anspielung auf Primrose? Scheint mir so zumindest. Werden wir herausfinden. Kapitel 3. Ich höre den Doktor über die alte Lautsprecheranlage. Er schwadroniert darüber, seine Forschungsarbeit wieder aufzunehmen. Hier läuft etwas richtig falsch. Das haben wir schon, glaube ich, schon mal gelesen. Aber er wiederholt sich wieder. Egal. Deputy Pearson. Ziel finden den Jungen. Ja, den sollten wir unbedingt finden. So, hier ist doch was. Hier ist was ganz Wichtiges, ein Schnipselchen, 9 von 20, fast 50% hiervon gesammelt. Sehr schön. Alles klar. Wieder das freundliche Gesicht, ein sehr gutes Zeichen. Ich fühle mich sehr sicher. Okay, sah so aus, als ob man das hier irgendwie mitnehmen konnte, aber offensichtlich ist dies nicht der Fall. Und ja, hier vorne. Deswegen brauchen wir Bann. So, um Angst in einer Versuchsperson zu erzeugen, müssen wir die sensorische Zufuhr kontrollieren. Wir müssen alles, was der Patient erlebt, kontrollieren, was er sieht, hört, fühlt. Alles. Meine Lösung? Das Instrument. Eine Entwicklung des sensorischen Entzugstanks. Dies ist eine mobile sensorische Manipulationskammer. Erste Resultate waren schwach. Eine chirurgische Integration war erforderlich. Dies macht natürlich die Entfernung des Instrumentes in den meisten Fällen unmöglich und äußerst schmerzhaft, wie wir gesehen haben. Aber kein Preis ist zu hoch, wenn man bedenkt, was der Erfolg die Menschheit bedeuten könnte. Dr. Primrose. Wer denn auch sonst? Nur er kann solche perversen
Gedanken haben. Und ich kann hier nichts mitnehmen. Alles klar. Achso, das geht auch nicht. Dann müssen wir wohl in die Höhle des Löwen. Oder besser gesagt, in die Höhle des Dämons. Weil anders kann man sie nicht beurteilen, was auch immer diese Dinger sind. Wie die jetzt zustande gekommen sind, keine Ahnung. Sei leise, wenn du in der Nähe dieser Kreatur bist. So, wir können bannen, glaube ich. Ich muss mal schauen. Was tut er? Wird er mich attackieren? War da noch was? Aber ein Schnipselchen haben wir ja schon. Das ist eigentlich... Es sei denn, es befindet sich noch ein zweites Schnipselchen, kann ich mir aber nicht vorstellen. So, rein mit uns. Kontrollpunkt erreicht. Dr. Primrose controlled their devices from here. He made the patients insane. And worse. The doctor was scary. The madman was scarier. Okay. The Madman is scarier, also dieser Irre. Von dem hat ja auch Dr. Primrose sogar gewarnt. Und wenn Dr. Primrose ist ja schon irre genug. Aber wenn der Junge schon sagt, dass dass der Irre noch schlimmer ist, dann können wir uns auf einiges gefasst machen. Natürlich. Ja, okay, dann gehen wir erstmal hier ran. A secret room. Looks right over the doctor's control room. Anklage Massenmörderverteidigung, Urteil schuldig. Er wird seine Medizin nehmen in Pensionat. The Madhouse Madman. A one-man judge and jury. Ja, dieser Madman. Könnte das unser nächster Gegner sein? I don't know. So, was befindet sich hier? How long did this madman watch Primrose? Gute Frage. Urteil bei Dr. Primrose. Ja, mehr kriegen wir auch nicht. Das ist der Schlüssel. Das ist eigentlich alles. What did the Madhouse Madman do to Primrose? He made Primrose stop. Son, we have to go now. Dr. Primrose won't let us leave. He's become too strong. Aber wie wir schon gehört haben, wir müssen seine Überreste auf jeden Fall einsammeln. Das wäre eine Chance. Zumindest stand das in der Wand. Officer. Was? What did I say about Susan? Return to the hanging room. At once. Er ist hier. Er ist hier. Here we go, Leute. Here we go. Deputy, will you come here, please? We have something to discuss. Das glaube ich auch. Es wird Zeit. Primrose, ich mach dich fertig. Officer, I'm waiting. You. You're not a constable. You're a spy. And I have no patience for spies, even at the cost of my work. No device for you. No place in history for you. No. It's straight to the waiting room, where I sent all the other used up, burnt out rats. Ach du Scheiße. Yes, I'll take great pleasure in concluding you at
finishing school. Finishing school? Kapitel 4. Ich habe den Doktor gefunden. Wieder einmal. Er ist definitiv nicht normal. Er ist kein Mensch. Er hat mich mit einer Art Telekinese gegen die Wände und an die Decke geschmettert. Er hat mich in sein Wartezimmer geworfen und ließ mich in den Glauben zurück, ich sei so gut wie tot. Deputy Pearson, ja Leute. Was wird passieren? Werden wir das überhaupt überleben? Das ist jetzt die Frage. Kann es Deputy Pearson, beziehungsweise können wir es als Deputy Pearson schaffen, den Doktor aufzuhalten? Wir werden es auf jeden Fall sehr, sehr bald erfahren. Deswegen nicht verpassen, Like da lassen, Abo da lassen und auf jeden Fall Glocke aktivieren. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Macht's gut und auf Wiedersehen. Ciao.